Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 15. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Verbesserung der politischen Teilhabe und so weiter. Hier ist der Berichterstatter, der Kollege Bauer. Herr Kollege Bauer, ich darf Sie um Berichterstattung bitten. Entschuldigen Sie, ich habe noch vergessen, den Änderungsantrag dazu aufzurufen. Das ist Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Fraktion der SPD und Fraktion der Freien Demokraten 20-2685. Der wird dazu aufgerufen. Herr Kollege Bauer, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Beschlussempfehlung und der Bericht des Innenausschusses zu dem Gesetzentwurf wie eben vorgetragen. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung anzunehmen. CDU, BÜNDNIS 90 und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN stimmen mit Ja. Gegen den Gesetzentwurf stimmen SPD, AfD, Freie Demokraten und die Fraktion DIE LINKE. Ja, Herr Kollege Bauer, und ich darf Ihnen auch sogleich das Wort erteilen in der Aussprache. Bitte schön, fünf übliche Minuten. Bitte schön. Ja, danke schön, Herr Präsident. Wir beraten jetzt in dritter Lesung den Gesetzentwurf, der zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen bringt für die kommunalpolitische Praxis, für wahlrechtliche Vorschriften und auch für die Teilhabe ausländischer Einwohner. Mit dem Änderungsantrag 20-2685, der dankenswerterweise überfraktionell mitgetragen wird, wollen wir eine weitere Anpassung vornehmen, um für Sitzungen der Gemeindevertretung, der Kreistage oder auch der Ausschüsse, die aufgrund der kontaktbeschränkenden Regelungen in dieser Corona-Ausnahmesituation vielerorts nicht stattfinden konnten, eine Regelung zur Aufwandsentschädigung zu ermöglichen. Künftig ist also demnach die Gewährung von Aufwandsentschädigungen auch für Sitzungen in Form von Telefon- oder Videokonferenzen möglich. Das wertschätzt das ehrenamtliche Engagement in der Kommunalpolitik und ist eine gute und praxisgerechte Entscheidung. Heute geht die Debatte um eine andere praxisfreundliche Neuerung. Und wer mit Blick auf die Wirklichkeit feststellt, dass die Wahlbeteiligung bei der letzten Ausländerbeiratswahl gerade einmal 6% betrug, wer auch feststellt, dass in jeder dritten Gemeinde, die zur Durchführung der Wahl verpflichtet war, mangels Wahlvorschlägen kein Ausländerbeirat zustande kam, der muss doch feststellen, dass sich hier etwas ändern muss, meine Damen und Herren. Und deshalb gibt es, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, den gemeinsamen Vorschlag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zur Verbesserung der politischen Partizipation ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger etwas zu tun. Und unser Gesetzentwurf, den wir hier vorlegen und abschließend beraten wollen, der stärkt ganz ausdrücklich die Situation der Ausländerbeiräte, denn in einem ersten Punkt möchte ich erwähnen, dass die bisherigen Regelungen in § 88 HGO, die alle Rechte und Pflichten formuliert, in der künftigen Fassung beibehalten werden. Sie werden zweitens sogar noch erweitert durch das Recht eines Antragsrechts. Somit wird auch eine langjährige Forderung der AGA umgesetzt. Das heißt, das Portfolio wird verbreitert. Und drittens wird der Ausländerbeirat auch durch die Zusammenlegung mit der Kommunalwahl gestärkt. Eine weitere Forderung der AGA wird aufgenommen. Somit sehen Sie ganz deutlich, dass wir die Ausländerbeiräte stärken. Und das ist das Ziel unseres Gesetzes. Und da lasse ich mir auch nicht sozusagen etwas anderes dazwischen reden, was hier die Parteien. Es wird gleich wieder die alte Platte aufgelegt werden, die dann mit Es war einmal beginnt. Aber das ist, wie gesagt, kein Märchen, sondern die Realität sieht anders aus. Und ich muss leider Gottes wieder die Anhörungsunterlagen hervorkramen, um deutlich zu machen, dass wir nicht alleine stehen mit der Einschätzung, dass das eine gute Regelung ist. Denn Herr Giesler vom Hessischen Städtetag sagt ganz deutlich, der Städtetag sagt doch ausdrücklich, gegen Optionen haben Kommunen nichts einzuwenden. Insofern begrüßen wir diese Gesetzesinitiative. Herr Hillegard vom Landkreistag sagt, Optionen sind immer gut für die Kommunen. In eigener Entscheidung der kommunalen Selbstverwaltung auf Landkreisebene einen Ausländerbeirat einzurichten, halten wir für den richtigen Weg. Zitat Ende. Und Herr Heger vom Hessischen Städte- und Gemeindebund lässt sich wie folgt zitieren, das Optionsmodell finden wir einen Schritt in die richtige Richtung, weil so vor Ort Lösungen gefunden werden. Damit ist eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit gegeben, die die örtlichen Aspekte berücksichtigt. Zitat Ende. Alle drei Spitzenverbände unterstützen dieses Gesetzesvorhaben, und es ist ein gutes Gesetz, meine Damen und Herren. Und wer dann angesichts dieser Rückmeldungen der Spitzenverbände von einer faktischen Abschaffung der Ausländerbeiräte spricht, der verunsichert die betroffenen Akteure zur eigenen parteipolitischen Profilierung, meine Damen und Herren. Und wer sich dann noch, wie Frau Söhnmetz von den LINKEN, in ihrer Pressemitteilung versteigt, von einer, Zitat, Entmündigung von Menschen mit ausländischen Wurzeln zu sprechen, der verdreht Fakten und der hetzt, meine Damen und Herren. Das sage ich ganz deutlich. Denn in keinem anderen Bundesland gibt es so weitreichende Partizipationsmöglichkeiten. Es gibt vielfach auf freiwilliger Basis anderswo die Möglichkeit, dass Kommunen das selbst entscheiden können.
Nur in Hessen haben die Kommunen die Auflage, bereits ab 1.000 ausländischen Mitbürgern innerhalb ihrer Einwohnerschaft dazu verpflichtend, einen Ausländerbeirat einzusetzen und nach Möglichkeit auch wählen und einzurichten. Nur in Hessen wird das praktiziert, meine Damen und Herren, sonst nirgends in der Republik. Und wir gehen noch einen Schritt weiter, meine Damen und Herren. Denn wir wollen mit unserem Vorschlag einer Integrationskommission auch die Möglichkeit zur Mitwirkung für ausländische Mitbürger schaffen, in denen kein Ausländerbeirat zustande kam. Es gibt also ein Mehr an Partizipation und nicht weniger, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir keine Angst, mit unserem Vorschlag in der Praxis auch zu bestehen. Denn es geht darum, dass dieses neue Gremium die gleichen Rechte hat wie der Ausländerbeirat. Und diese neue Beteiligungsform, da bin ich sehr zuversichtlich, wird ganz besonders sich eignen für einen integrationspolitischen Ansatz des Miteinanders, einen Akzent auf ein Miteinander an einem Tisch zwischen Vertretern der Gemeindeorgane und sachkundigen ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern. Meine Damen und Herren, ich werbe noch einmal nachdrücklich darum, dass wir uns auf diesen Weg machen, diese neue Möglichkeit einer Integrationskommission wirken zu lassen. Es gibt durchaus eine gute Chance, dass das eine neue Form der politischen Partizipation ist für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Übrigens gibt es auch anderswo solche Integrationskommissionen. In der Schweiz oder auch in Bayern wird das praktiziert. Dort gibt es verschiedene Foren, die zeigen, dass dieses Miteinander gelebte Praxis ist und vor Ort auch reiche Früchte tragen kann. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Ich will darum bitten, dass wir auch angesichts der Uhrzeit in den Urteilen ein bisschen milder sind und deswegen Hetze und so weiter vielleicht zurückhaltend mit den Begriffen umgehen. Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Kollegin Sönmez. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Und vor allem, meine Damen und Herren der Regierungskoalition, ich meine, wenn ich mir so Ihre Argumentationsstrategie während der letzten Debatten oder heute zu diesem Gesetzentwurf so anschaue, fällt mir ein Zitat ein, das Albert Einstein zugeordnet wird, die da lautet, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und genau das praktizieren Sie seit Wochen, ich glaube seit Monaten sogar. Und genau diesem Wahnsinn folgen Sie. Ja, oder seit Jahren, ja. So viel Praxiserfahrung habe ich hier noch nicht, deshalb. Genau diesem Wahnsinn folgen Sie schon von Anfang an. Trotz Kritik von allen Seiten behaupten Sie weiterhin beharrlich, dass Integrationskommissionen zu einer stärkeren Teilhabe der ausländischen Bevölkerung führen. Beharrlich behaupten Sie weiter, dass Ihr Optionsmodell nicht zur Abschaffung der Ausländerbeiräte führen wird, mit der Hoffnung, dass man Ihnen das irgendwann einmal abkauft. Aber es tut keiner. Eine Kommission kann ein demokratisch gewähltes Gremium eben nicht ersetzen. Da können Sie reden, solange Sie wollen. Das geht einfach nicht. Und das wissen Sie auch, das wissen Sie ganz genau. Denn an der Anhörung, von der Sie vorhin auch selber geredet haben, an der Anhörung wurde Ihnen das von allen Betroffenen, Wohlfahrtsverbänden, Migranten-Selbstorganisationen, Juristinnen und Juristen deutlich vermittelt. Das haben Sie aber überhört. Und gegen den Willen der Betroffenen selbst möchten Sie jetzt ein Gesetz verabschieden und glauben auch noch, Ihnen hiermit einen Gefallen zu tun. Das trifft aber leider nicht zu. Politische Teilhabe bedeutet nämlich, dass die ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner auf die politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse so direkt wie möglich Einfluss nehmen können, und zwar auf allen Ebenen, die die Kommune betreffen, meine Damen und Herren. Statt Menschen mit Migrationshintergrund aber in allen Belangen mitreden zu lassen, wollen Sie ein Rede- und Antragsrecht für wichtige Dinge, die Migranten betreffen. Das verschweigen Sie hier immer. Und die Frage stellt sich jetzt, was soll das denn sein? Wer bestimmt denn, was die Migranten betrifft und was nicht? Ist es denn etwa so, dass die Frage, ob Kita-Plätze ausgebaut werden sollen oder nicht, die ausländischen Eltern weniger betrifft als die deutschen Eltern? Ich meine, so nach dem Motto, ich sage dir, was für dich wichtig ist, und einige, die ich zu deinen Sprechern ernenne, sagen mir, was sie dazu denken. Und dabei belassen wir es einfach. Aber ich denke, die migrantische Bevölkerung weiß selbst sehr gut und genau, was sie betrifft
und was sie nicht betrifft. Und eigentlich ist es so, die migrantische Bevölkerung betrifft alles, alle Entscheidungen, die in Kommunen getroffen werden, meine Damen und Herren. So, möchten wir eine zunehmende Entfremdung von unserer Gesellschaft vermeiden, muss die politische Teilhabe der Migrantinnen und Migranten gestärkt werden. Das haben wir jetzt schon sehr oft gesagt hier. Die Lücke zwischen den in einer Kommune lebenden Menschen und den an Entscheidungsprozessen beteiligten Menschen klafft immer weiter auseinander. Das haben wir hier auch schon des Öfteren gesagt. Lange wird das unsere Gesellschaft aber nicht aushalten, und noch länger darf sie das auch nicht aushalten wollen, meine Damen und Herren. Während es eigentlich höchste Zeit wäre, endlich das Wahlrecht für Drittstaatenbürger zumindest auf kommunaler Ebene auf den Weg zu bringen, wird heute ein Gesetz verabschiedet, das die Mitwirkungsmöglichkeiten dieser Menschen noch weiter einschränkt, als es ohnehin schon der Fall war bisher. Ich meine, das ist natürlich ein klares Signal, das Sie an diese Menschen senden. Sie sagen ihnen nämlich, dass sie eben keine gleichberechtigten Mitbürgerinnen und Mitbürger dieser Gesellschaft sind, dass sie sie eben weiterhin bevormunden wollen und dass sie es nicht zulassen wollen, dass sie sich politisch und gesellschaftlich einbringen in dieser Gesellschaft, in der sie mittlerweile seit über 3, 4 Generationen leben, meine Damen und Herren. Aber ich sage es Ihnen noch einmal, die migrantische Community wird sich damit nicht abspeisen lassen. Ob Sie es nun wollen oder nicht, Sie sind Teil dieser Gesellschaft, und Sie werden nicht locker lassen, bis Sie auch als solche anerkannt werden. Und da gehört das politische Mitbestimmungsrecht eben nun einmal dazu, meine Damen und Herren. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch die Grüße von Herrn van Slobbe, der AGA, ausrichten. Ich zitiere ihn. Von der CDU hätte ich ja nichts anderes erwartet. Und ein herzliches Dankeschön an die GRÜNEN für ein riesengroßes Nichts. Ich glaube, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner für die Fraktion Die Freien Demokraten ist der Kollege Jan-Kip Thürsün. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach der Tat von Hanau und in den Zeiten von Corona ist mehr Zusammenhalt wichtig und richtig. Jeder weiß das, jeder versteht das, fast jeder. Aber diese Koalition von CDU und GRÜNEN will heute mit dem Kopf durch die Wand und faktisch die politische Mitwirkung von Ausländern in Hessen abschaffen. Frau Kollegin Goldbach, wenn Sie sagen, die meisten Ausländerbeiräte hätten doch ohnehin auch die deutsche Staatsbürgerschaft und könnten schließlich auch an der Kommunalwahl teilnehmen, dann möchte ich das zunächst einmal bezweifeln und finde es auch respektlos. Respektlos den Menschen gegenüber, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben und zwar vielleicht nicht kandidieren oder gewählt werden, aber jedenfalls wählen möchten. Mit Ihrer Aussage spricht Frau Goldbach den Ausländerbeiräten faktisch ihre Existenzberechtigung ab. Das wiederum erklärt das Verhalten der GRÜNEN sehr gut. Die Wahl ist Mittel der Partizipation und somit der Demokratie. Warum erteilen Sie dem hier heute eine solche Absage? Warum lassen die GRÜNEN sich von der CDU diese Abwertung und Schwächung der Ausländerbeiräte diktieren? In Sonntagsreden preisen Sie die Ausländerbeiräte, wochentags schaffen Sie sie ab. An dieser Stelle muss ich eine Senatorin zitieren, nämlich Padma Amidala von Nabu. Und so geht Freiheit zugrunde mit donnerndem Applaus, dem donnernden Applaus der GRÜNEN. Mit dem Kollegen Bauer, glaube ich, eint uns nur eine Sache. Sie kennen ja diese Begebenheit mit dem Geisterfahrer auf der Autobahn unterwegs. Und er hört dann im Radio einen Geisterfahrer in Wiesbaden, Achtung, und er sagt, einer, 6 Millionen. Dieses gesamte Bundesland.
Herr Bauer, dieses gesamte Bundesland versteht die Landesregierung nicht, und die Landesregierung versteht das ganze Bundesland nicht. Herr Kollege Bauer, welchen Anspruch Sie an Ihr eigenes politisches Handeln haben, offenbart, dass der Gesetzentwurf in Ihren Augen schon deshalb gut sei, weil andere Länder noch viel weniger Partizipationsmöglichkeiten hätten. Das kann doch aber bitte kein Maßstab sein. Wollen Sie jetzt alles abschaffen, was es in Polen, in Ungarn, in Kuba oder Nordkorea nicht gibt? Wahrscheinlich wären die GRÜNEN auch dazu bereit. Herr Minister Beuth, Sie haben selbst gesagt, in der Anhörung seien viele gegen den Entwurf gewesen. Sie finden aber auch, das ändere nichts daran, dass der Gesetzentwurf die Situation für die Beteiligten verbessere. Das ist schon eine bemerkenswerte Feststellung. Wozu wurden all die Vereinigungen, Verbände und Bürger angehört, wenn Sie doch sowieso schon wissen, was das Beste für diese ist? Aber das hat Methode. Sie haben sich auch über die Beschlüsse der Integrationskonferenz hinweggesetzt. Und warum klammern Sie sich so renitent an dieses Gesetz, das doch offensichtlich von niemandem gewünscht ist? Es ist gelebte Integration, den Menschen die Möglichkeit der demokratischen Beteiligung zu bieten und sie nicht zu bevormunden. Ich sage es erneut. Treten Sie in einen ernst gemeinten Dialog mit den Ausländerbeiräten und lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass das ehrenamtliche Engagement von Ausländerinnen und Ausländern gefördert wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist der Kollege Markus Hofmann. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit der Änderung der hessischen Gemeindeordnung und weiterer kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften hat die Hessische Regierungskoalition wichtige Anpassungen für die politische Arbeit in den Kommunen vorgenommen. Und wir können es heute endlich beschließen. Ein zentraler neuer Gesetzestext umfasst z.B. die Regelmechanismen für den Aufstieg zu einer kreisfreien Stadt ab 100.000 Einwohner oder zu einer Sonderstatusstadt. Letzteres war bisher ein Automatismus, der ab einer Einwohnerzahl von 50.000 in Kraft trat. Ab jetzt aber jedoch nur noch auf Antrag der jeweiligen Kommune entschieden wird. Die angestrebte Kreisfreiheit der Stadt Hanau gab unter anderem den Anlass, das nötige Gesetzgebungsverfahren in der HGU zu verankern. Wir haben diskutiert über Wahlberechtigung, wir haben Wählbarkeit und Aufwandsentschädigung jetzt ganz neu diskutiert. Und die neuen Klarstellungen schaffen Transparenz und präzise Regelungen für alle Kommunen Hessens. Mit dem heutigen Beschluss nach dritter Lesung, nach Ausschusssitzung sowie nach einer intensiven und durchaus auch kontroversen Anhörung hier in diesem Saal werden wir mit der Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik eine weitere optimierte Regelung in der HGO aufnehmen. Optimiert. Ja. Durch die Zusammenlegung der Ausländerbeiratswahl mit dem Termin der Kommunalwahl 2021 werden wir außerdem versuchen, die Wahlbeteiligung der Ausländerbeiratswahl zu erhöhen. Ab der nächsten Kommunalwahl wird es in jeder hessischen Kommune mit mehr als 1.000 ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern eine institutionalisierte Beteiligung geben müssen. Es wird zur Pflicht. Die Zeiten sind vorbei, indem es ein Die Zeiten werden vorbei sein, indem es in einem guten Drittel der pflichtigen Kommunen keine Ausländervertretung gab. Die Einrichtungsverpflichtung eines Ausländerbeirates oder einer Integrationskommission wird die Bedeutung der Integration
und der Mitbestimmung dieser Personengruppe deutlich aufwerten. Das ist bundesweit einmalig. Ja, Sie können ruhig dagegen sprechen. Glaubwürdiger werden Sie dadurch nicht. Mit all diesen Gesetzesänderungen hat die Hessische Landesregierung auf neue Erfordernisse in der kommunalpolitischen Praxis reagiert und nicht mehr zeitgemäße Bestimmungen überarbeitet. Es wurden zahlreiche Forderungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes und weiterer kommunaler Spitzenbände aufgegriffen, die als Praktiker nah an der politischen Realität der Kommunen agieren. In diesem Sinne bitte ich um die Zustimmung für diese weitreichenden Gesetzesänderungen der Hessischen Gemeindeordnung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner für die Fraktion der SPD ist der Kollege Günther Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf beschreibt eine Problemstellung. Das ist übrigens richtig. Das ist auch so ziemlich das Markanteste, was man positiv sagen kann zu dem Gesetzentwurf. Erstens, dass es nicht überall Ausländerbeiräte gibt, wo es sie hätte eigentlich geben können. Und zweitens, dass die Wahlbeteiligung gering ist und damit eher ein Problem. Und deswegen ist die Beschreibung schon korrekt. Was macht diese Landesregierung, die ja ohnehin vom Grundsatz her alles richtig macht? Fehler machen eher nur andere. Herr Boddenberg, Sie sind da. Ja, ist klar. Und die also man kann den GRÜNEN ja vieles vorwerfen, aber mangelndes Selbstbewusstsein habe ich dieser Truppe noch nie vorgeworfen. Also das ist jetzt, das hatten sogar schon ehemalige Politikstudenten, als sie zwei Tage im Landtag waren, Herr Al-Wazir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was macht das? Ja, ich hatte, naja, das können wir gern diskutieren. Ich habe da schon auch, naja, das lassen wir alles. Jetzt zur Sache. Sonst müsste ich Ihnen ein paar Sachen sagen und Sie machen Ihren Stil und ich mache meinen. Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf bietet eben nicht die Lösung. Und Herr Kollege Bauer, frei nach Goethe getretener Quark wird breit, nicht stark. Ist das, was Sie anbieten, überhaupt keine Lösung? Warum arbeiten Sie nicht aktiv daran, die Beteiligung, die Teilhabe von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern wirklich und wirkungsvoll zu verbessern? Warum machen Sie da nicht Initiativen? Was wir an erster Stelle brauchen, da könnten Sie eine Bundesratsinitiative machen, kommunales Wahlrecht für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie könnten eine Bundesratsinitiative machen. Die SPD in Berlin würde sich freuen, wenn sie Unterstützung bekäme, weil wir sind nicht diejenigen, die das verhindern. Es ist die CDU in Berlin. Und dann frage ich mich, warum machen Sie das nicht? Frau Goldbach, warum lassen sich die GRÜNEN hier in Hessen von der CDU am Nasenring durch den Ring führen? Warum machen Sie das? Warum können Sie sich nicht durchsetzen? Und dann kommen die Sonntagsreden der GRÜNEN. Dann schreibt die grüne Basis, das geht gar nicht mit dem Gesetzentwurf. Was sagt eigentlich der grüne Integrationsminister zu dem Thema? Lautes Schweigen, meine sehr verehrten Damen und Herren. In Sonntagsreden ist bei Ihnen das Thema Integration ganz oben auf der Agenda. Und im politischen Alltag hat die CDU Sie am Montag eiskalt in die Realität zurückgeholt. Und deswegen ist dieser Gesetzentwurf falsch. Und Sie behaupten ja permanent, wir wollen etwas Gutes für die ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich darf zitieren. Der Gesetzentwurf führt in der Praxis zu einer Abschaffung der Ausländerbeiräte und einem Verlust des Wahlrechts für viele hier lebende Migranten, formuliert Ennis Göllegen, Vorsitzender der Landesverbände der Kommunalen Ausländerbeiräte in Hessen. Wenn Sie etwas Gutes für diese Menschen tun wollen, warum hören Sie nicht auf deren Sprecher und Funktion? Das ist doch relativ einfach. Relativ einfach. Sie machen vermeintliche Geschenke, die die Betroffenen gar nicht annehmen wollen. Ja, und dann verbrämt wird hier dargestellt, ja, auch der Hessische Städte- und Gemeindebund und der Städtetag würden das begrüßen. Sie machen doch sonst auch nicht, wenn es ums kommunale Geld geht, alles das, was die kommunale Ebene macht. Immer nur Rosinenpickerei, Herr Bauer. Immer nur Rosinenpickerei. Und es ist deswegen eine ziemlich verlogene Debatte, die Sie hier führen. Und gerade die GRÜNEN, die ja immer sagen, SPD kann sich in Berlin nicht durchsetzen. Warum können Sie sich eigentlich bei dem Thema nicht durchsetzen?
Sie haben doch nicht nur Kraft für 29 Abgeordnete. Bei Ihnen hat man ja manchmal den Eindruck, Sie haben die Kraft für 137 Abgeordnete. So laufen Sie durch die Tür. Sie können doch vor Kraft sonst nicht laufen, meine Damen und Herren. Das ist doch ein ziemlich bigottes Verhalten, was Sie hier an den Tag legen. Wenn es darum geht, Öffentlichkeitsmittel bereitzustellen, wird das im Haushaltsausschuss von Ihnen eiskalt abgelehnt. SPD einen Antrag gestellt, 7.500 € mehr zur Verfügung zu stellen für Öffentlichkeit, um zu werben für die Interessen der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das haben Sie eiskalt abgelehnt, weil das angeblich ja den Haushalt, den soliden Haushalt gefährdet. Und deswegen, ja, so absurd ist Ihre Begründung. Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf ist falsch. Übrigens, die Kommission einzurichten, sagt schon der Name. Eine Kommission ist ein Hilfsorgan des Gemeindevorstands, des Magistrats. Und ein direktes Wahlrecht ist schon deutlich höher anzusiedeln. Es müsste selbst die GRÜNEN erkannt haben, dass das ein völlig falscher Ansatz ist. Ein völlig falscher Ansatz. Und deswegen, Sie nehmen die Kritik nicht auf. Diejenigen, denen Sie angeblich etwas Gutes tun wollen, wollen das nicht. Und Sie rennen trotzdem mit dem Kopf durch die Wand. Und deswegen am Schluss, man muss auch loben können. Ein herzliches Kompliment an die CDU, die das Ganze sowieso nicht wollen. Sie haben sich durchgesetzt. Und die GRÜNEN lassen sich schön im Regen stehen. Und das Schlimme ist, die GRÜNEN lassen sich das gefallen. Wir lehnen einen solchen Gesetzentwurf ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Für die AfD. Die Fraktion ist der nächste Redner, der Kollege Volker Richter. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vorab, oppositionelle Arbeit ist keine Hetze. Sie ist normal, sie muss sein, sie ist Bestandteil des Parlaments. Und ich habe mittlerweile den Eindruck hier tatsächlich, dass es immer mehr dazu kommt, dass die Regierungskoalition der Meinung ist, alles tun und lassen zu können, was sie will. Und wenn man dagegen opponiert, dann würde man Hetze betreiben. Dem, meine Damen und Herren, ist definitiv nicht so. Mit der Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung, auch in der dritten Lesung, ist die Regierungskoalition nicht im Geringsten auf das eingegangen, was seit Monaten von Ausländerbeiräten erbeten wird. Was uns allen als dringend geboten erscheint, sich aber einzig dieser Regierungskoalition nicht erschließt. Man möchte angesichts dieses Verhaltens verzweifeln. Denn für Migranten ein Gesetz schaffen zu wollen, welches die Ausländerbeiräte selbst ablehnen, ist wohl in dieser Form einmalig. Was von den Ausländerbeiräten begrüßt wird bei dieser Novellierung, dass die Kommunalwahl und Wahl der Ausländerbeiräte auf den gleichen Tag gelegt werden. Und man freut sich sicher sehr, dass der Ausländerbeirat, sofern dieser in der Gemeinde oder Stadt besteht, ein Antragsrecht erhält. Bei allen anderen empfindet dann doch der Ausländerbeirat eher Ärger und vielleicht auch ein wenig Wut. Ich darf das so formulieren, was sich mancher Ausländerbeirat vielleicht bei Ihnen nicht trauen würde, zu sagen, dass er einfach wütend ist. Das neue Optionsmodell fällt eben nicht auf Gegenliebe. Am Ende führt es zur Abschaffung der Ausländerbeiräte und einem Verlust des Wahlrechts für viele Migranten. Wenn die Regierungskoalition einen Abbau von demokratisch verbrieften Rechten wünscht, dann bitte sehr, beschließen Sie es. Wundern Sie sich aber nicht darüber, wenn ein weiteres Stück Demokratie in unserem Land durch ihr Handeln verschwindet, so wie es eben Ihr Redner auch hier vorne ausgedrückt hat. Sie haben damit scheinbar überhaupt gar kein Problem, auch wenn es von Ihnen anders ausgesagt wird. So beschweren sich die Ausländerbeiräte darüber, dass insbesondere der Landesausländerbeirat nicht angehört wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt, in der dritten Lesung, ist das gar nicht so relevant. Denn der Landesausländerbeirat hat ja eine Stellungnahme abgegeben, und danach hätten Sie handeln können. Haben Sie aber nicht. Sie ignorieren schlicht und einfach die dringliche Bitte, von dem Optionsmodell abzusehen, das sich aus § 84 der HGO im neu angefügten Satz ergibt. Die Verpflichtung zur Einrichtung eines Ausländerbeirates entfällt, wenn eine Kommission zur Integration der ausländischen Einwohner, Integrationskommission, nach Maßgabe des § 89 gebildet wird. Der Ausländerbeirat des Landkreises Kassel hat genau hierzu nochmals ausdrücklich ein Schreiben an Sie vom 21.04.2020 gerichtet. Sie haben es gelesen,
aber scheinbar nicht als wichtig empfunden. Sie machen einfach weiter wie bisher. Das ist Ignorieren von Menschen, die schlicht und einfach einen Anspruch darauf haben, auch demokratisch wahrgenommen zu werden. Wenn Ausländer den Erhalt demokratisch legitimierter Ausländerbeiräte ausdrücklich wünschen, müssen wir Sie als Regierungskoalition fragen, meine Damen und Herren, warum Sie hier den Pfad der Demokratie verlassen, welchen Sie, und hier bin auch ich bei den Sonntagsreden, bei jeder Sonntagsrede gerne so hochhalten. Eine Antwort erwarten wir unterdessen nicht. Und dass es hier nun ausgerechnet jetzt bei dieser Abstimmung zu einem Umdenken kommt, dürfte niemand von uns ernsthaft denken. Aber die Wähler unseres Landes sollten zukünftig schon sehr genau hinschauen, wer wie politisch handelt, und dann auch seine Wahlentscheidungen treffen. In vielen Fällen wird es nämlich so sein, dass das nach außen getragene Weltbild von Ihnen, meine Damen und Herren, nicht einmal ansatzweise einer tieferen Prüfung standhält. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Ja, ich glaube, für die Landesregierung, oder jetzt ist die Landesregierung dran, Staatsminister Beuth, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich will mich angesichts der Zeit auf ein paar wenige Bemerkungen beschränken, nicht ohne wenigstens daran erinnert zu haben, dass ich die Vergleiche von Herrn Pürsün vorhin mit Nordkorea und Ähnliches für wirklich maßlos gehalten habe. Die Debatte über das Thema Ausländerbeiräte ist nicht sehr faktenbasiert, Frau Kollegin. Es hat mit dem Gesetzentwurf, den wir gleich hier beschließen werden, wirklich nichts zu tun, was die Oppositionsfraktionen hier diskutiert haben, meine Damen und Herren. Es geht hier nicht um den Abbau von demokratischen Rechten, sondern es geht um die Verbesserung von politischer Teilhabe, und die wird mit dem Gesetzentwurf auch erfolgen. Wir sind dabei auf die Ausländerbeiräte eingegangen, die vehement gefordert haben, dass sie die Ausländerbeiratswahlen, die stattfinden, zusammen mit der Kommunalwahl durchführen können. Genau diese Frage haben wir hier in diesem Gesetzentwurf ebenfalls im Sinne der Ausländerbeiräte vorgesehen. Ich finde, dass wir über die verpflichtende Einrichtung der Integrationskommission in der Tat davon sprechen können, dass wir politische Teilhabe in Städten und Gemeinden zukünftig haben werden, die es bisher nicht hatten. Und insofern ist es eine Verbesserung der Teilhabe. Dabei bleibe ich. Meine Damen und Herren, es ist auch so, dass dieses Optionsmodell von den kommunalen Spitzenverbänden, das ist auch nachvollziehbar, weil es natürlich eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und Eigenverantwortung ist, begrüßt worden ist, meine Damen und Herren. Und liebe Kollegen von der SPD, das Antragsrecht, das wir hier hineingeflochten haben für die kommunalen Vertretungen, wissen Sie, von dem das am meisten kritisiert worden ist, von einem Oberbürgermeister der SPD und von einer Landrätin der SPD, meine Damen und Herren. Also insofern glaube ich, dass wir die Kritik hier schon richtig einordnen. Meine Damen und Herren, ich will nicht verabsäumen, neben der Erinnerung daran, dass der Gesetzentwurf viele Detailregelungen für auch die Kommunalwahl im kommenden Jahr enthält und für Anpassungen im kommunalen Recht, dass wir jetzt zuletzt auch noch den Corona-Modus der kommunalen Mandatsträger aufgegriffen haben und mit der Entschädigungsmöglichkeit von Telefonschalt- und Videoschaltkonferenzen, glaube ich, einen wichtigen Beitrag dazu geleistet haben, dass insgesamt kommunale Selbstverwaltung gestärkt wird. In diesem Sinne wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie diesem Gesetzentwurf zustimmen würden. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Wir sind damit am Ende der dritten Lesung. Dazu gibt es einen Änderungsantrag, und alles geht in die Gesamtabstimmung am Ende.